Liebe Freunde der großen Kleinbahn, willkommen in Stürmtal. Ja, wer meinen Kanal schon ein bisschen länger kennt, weiß ja, dass wir auch vor einem Jahr ein Treffen hatten. Dort, also das ist kein Fremo-Treffen, das ist ein Modultreffen, weil das nicht über den Fremo läuft, sondern einfach privat ist, allerdings so mehr oder weniger nach den Geflogenheiten des Fremos durchgeführt wird. Ja, und hier sehen wir einen Zug, der so ein bisschen, naja, so einen leichten Touch des Windbergzuges hat, allerdings hier mit der falschen Lok. Das ist eine Baureihe 71, eine sächsische, da habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ja, und hier haben wir einen Zug quasi im Stile des Windbergzuges, also mit Verstärkungswagen. Es ist auch ein preußischer Wagen dabei, der da wahrscheinlich nicht so rein gehört, aber wir hatten keinen anderen Postwagen. Deshalb ist er da mit drin, zumal noch mit der falschen Farbe, die eigentlich in die 30er gehört. Ich weiß gar nicht, ob es den Wagen da überhaupt noch gab. Ja, hier geht es durch Schwarzbach, da stehen schon vereinzelt die Epoche 1 Wagen herum. Wir wollten ja einen Epoche 1 Fahrplan machen. Es war dann, glaube ich, eher so ein bisschen freies Fahren. Wir wollen ja nächstes Jahr Epoche 1 fahren, aber es war einfach nicht genug Material da und das, was da war, war häufig eben noch mit NEM-Rädern und das habe ich dann rausgenommen. Also, weil Possendorf geht nur noch ab wie 25, alles andere hoppelt da über die kleine Eisen und das muss also nicht sein. Zurück zum Zug, der ist hier in einer kürzeren Variante unterwegs, das war quasi die Wochentagsvariante zu Feiertagen, war also dort Ausflugsverkehr und da waren dann die Verstärkungswagen im Einsatz. Aber bevor wir überhaupt zum Treffen kommen, ist ja erstmal die Frage, dass wir irgendwie die Module dahin bringen müssen. Das sind also hier meine Kurvenmodule. Ja, und dann ist natürlich erstmal der Aufbau relevant, also man muss natürlich erstmal alles aufbauen. Und da haben wir hier den Kollegen im Vordergrund, das war also quasi mein Gast, den ich dort quasi eingeladen habe. Der wollte beim Aufbau helfen und ist aber dann alle Tage geblieben und hat dann kräftig da mitgewirtschaftet. Und es sah so aus, als hat er da Spaß dran gehabt. Ja, hier zum Arrangement. Wir haben einen Schattenbahnhof ganz rechts, dann haben wir hier unten Kronwerk, der also hier als Abzweigbahnhof fungiert. Und dann haben wir die beiden Äste immer nach Gleistal und dann eben nach Possendorf, was jetzt hier neu war, auf dem Treffen. Also es war auch so ein bisschen Test für Possendorf. Es hat nicht alles funktioniert, aber ich möchte jetzt nicht vorgreifen. Das ist dann ein Thema für eine weitere Stürmtal-Folge. Es wird also mehrere Folgen geben. Wie viel und in welcher Art das passiert, das werden wir dann mal sehen. Das steht jetzt noch nicht fest. Also gibt es da wahrscheinlich noch eine Überraschung. Wir haben hier Schattenbahnhof Plagwitz und gehen jetzt wieder das Arrangement ab, wie wir das ja bei vielen dieser Videos tun. Wir haben hier ein Stück Hauptstrecke. Dann hier einen Gleiswechsel, das gehört dann zu Machern. Das ist eine Betriebsstelle, die wir neuerdings auch wieder immer wieder mal dabei haben. Wir haben dann hier Kronwerk, was ich jetzt mal hier auslasse, das sehen wir nachher noch. Und haben dann hier kurz einen Stilbruch drin. Ja, und haben jetzt hier verschiedene Streckenmodule. Hier eine Betriebsstelle, Johnsdorf, wo ich immer mal Fragen bekomme, was es mit dieser Betriebsstelle auf sich hat. Na, die Spannung wird sich so gegen Ende dieses Videos, glaube ich, etwas lösen. Da gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Und dann haben wir Schwarzbach, den Bahnhof hatte ich auch schon vorgestellt. Ein Kollege macht ja netterweise einen Schritt nach hinten, dann stehen Lokomotiven auf dem Bahnsteig. Hier hatte, glaube ich, der Fahrplan noch nicht angefangen, als ich hier
unterwegs war, weiß ich gar nicht mehr so genau. Die Brücke hatten wir auch schon mal vorgestellt. Durch diese Brücke, ne? Das sind viele bekannte Module, die auch der Tunnel, die allerdings eben immer wieder neu zusammengestellt werden und damit. Das ist auch neu, das ist auch so ein bisschen Stilbruch, weil wir sind ja in der Epoche 2 bzw. 1 und haben hier die sogenannte Mähdrescherkurve, so wird das im Framework genannt, wo natürlich hier eher so eine Epoche 4 Gestaltung drauf ist, aber wir brachten die einfach, weil wir hier, naja, eben enge Kurven brachten. Steinbruch ist auch bekannt, da ist der Steinbruch. Dann haben wir Grube Waldenau, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also ganz wichtig, da gibt es Holz. Ja, und dann haben wir einen kleinen Spoiler mit einem sehr merkwürdigen Signalbild. Das ist Possendorf. Ne? Also das, wir hatten ja erst bei Projekt Possendorf ja nur den ersten Teil und die Planung und hier ist quasi schon fertig. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr Possendorf. Das ist der Hermannschacht, den wir hier hinten dran gehangen haben. Obwohl Possendorf eigentlich ein Endbahnhof ist. Ich habe hier mal noch ein Foto. Hermannschacht an sich hat doch ein bisschen was mit Possendorf zu tun, weil der Endpunkt der Hänischer Kohlebahn war, also der Vorläufer der Windbergbahn, und in der Nähe von Possendorf liegt. Allerdings ging quasi die Strecke damals zum Hermannschacht um den späteren Bahnhof Possendorf herum und nicht durch den Bahnhof. Wir haben es aber hier einfach so gebaut, dass wir da auch in Possendorf ein bisschen ein paar mehr Güterbewegungen haben. Na, und wenn der Hermannschacht hinten dran ist, dann kommt doch keiner auf die Idee, im Fremo Possendorf irgendwo als Durchgangsbahnhof einzuplanen. Na, also das hoffen wir zumindest. Zu Possendorf und dem Hermannschacht sehen wir dann im nächsten Teil. Das wird dann, ich weiß gar nicht, ob ich es Treffen Sturmtal nenne oder was weiß ich, Possendorf Teil 3. Das ist jetzt noch nicht so ganz entschieden. Vielleicht alles beides. Keine Ahnung. Na, da lasse ich mich selber überraschen. Vorerst sind wir hier zurück in Kronwerk. Und gucken uns den Rest der Strecke an. Also Kronwerk, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein sehr schön gestalteter Bahnhof. Also da kann man gar nicht genug loben. Und haben hier Zernsdorf. Der ist auch schön, ist allerdings noch ein bisschen Arbeit. Ist aber immerhin schon weiter als Possendorf. Weil wenigstens ein bisschen grün und ein paar Bäume drauf sind. Dann haben wir hier wieder irgendwelche Module von mir, die hier einen 90-Grad-Bogen auf dieses Konstrukt hier bilden. Das ist eine Steigungsstrecke. Also das ist so, also ich interpretiere es jetzt mal so, es ist also da ein Höhenzug zu überwinden. Das heißt, also auf der einen Seite geht es hoch, auf der anderen wieder runter. Und wir hatten tatsächlich eine Lok, die es alleine nicht hochgeschafft hat. Ja, also sowas gibt es auch. Ja, dann haben wir hier Glastal. Den habe ich ja auch schon in meinen Videos mehrfach vorgestellt, aber auch da kann man jetzt nicht oft genug das Ganze lobend erwähnen. Was jetzt nicht so toll ist, dass jetzt hier der Personenzug in der Kohlehandlung abgeparkt wird. Wir sind wieder in Kronwerk. Wir haben jetzt unseren Rundgang beendet und schauen jetzt mal, was hier so unterwegs war. Dann haben wir eine Baureihe 94, also die sächsische Variante der Baureihe 94. Die hier mit einem Personenzug einfährt. Das wäre eigentlich eher die Güterzuglok gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht, was es hier mit auf sich hatte, ob man die Lok mal testen wollte oder was. Ist ja eigentlich ein Testtreffen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das Treffen ist eigentlich im vorigen Jahr gemacht worden, um eine Betriebsstelle zu testen. Im Prinzip war das dies Jahr auch so. Auch wenn es da ein bisschen Diskussionen gab, dass wir eigentlich Basteltreffen machen wollten, aber das hatte sich irgendwie jetzt nicht so weit rumgesprochen, weil ich wusste davon eigentlich nichts. Also das war so, dann bei der Abschlussbesprechung war das dann Thema. Und da müssen wir auch mal sehen, was wir da nächstes Jahr dann machen. Na, ob wir da, in welche Richtung wir uns da bewegen. Und ja, sind ja
Schremo ist ja eine demokratische Einrichtung, ne? Also da muss dann, auch irgendwie mal die Mehrheit dann da mal auch die Richtung vorgeben. Oder man macht halt zusätzlich Basteltreffen, wenn sich das eine oder andere nicht durchsetzt, dann müssen wir halt zwei Treffen veranstalten. Ja, das ist wieder eine ähnliche Lok, wie wir es vorhin hatten. Also wieder die Baureihe N70, allerdings eine andere, die ist auch ein bisschen heller lackiert. Ja, die hat halt in der Sonne gestanden, ist ein bisschen ausgeblichen, keine Ahnung. Mit dem Hauptbahnpersonenzug auch gebildet als sächsischen Personenwagen. Ja, hier kommt der gleiche Zug nochmal, der sich hier auf den Weg macht in Richtung Steigerungsstrecke. Die Lok kam mit dem Zug, obwohl es nicht unbedingt so die tollste Gebox-Lok ist mit ihren zwei, also als Zweikuppler, ne? Ist also da wird ja nicht so viel Reibungsmasse auf die Schiene gebracht. Ist also nicht so die ideale Lok für so eine Steigung, aber das Modell schafft es halt. Wer sich jetzt wundert, dass hier auf wundersame Weise die Wagen wechseln, das ist natürlich schon wieder die Rückfahrt, ne? Des Zuges über diese Steigungsstrecke. Ja, das ist zumindest für Fremo war was anderes, zumindest was die eingleisigen Strecken angeht. Zweigleisig gibt es ja schon eine Steigungsstrecke. Mal vorgestellt in einem früheren Video. Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, zu dieser Betriebsstelle gab es in meinen letzten Filmen mehrere Nachfragen. Und ich lasse jetzt einfach mal den Betriebsstellenbesitzer zu Wort kommen, was es hiermit auf sich hat. Ja, Johnsdorf ist eine kleine Betriebsstelle, eine ländliche Ladestelle für das Rittergut John. Wir befinden uns also im Jahre 1928. Das Rittergut hat eine kleine sandgeschotterte Ladestelle sich angelegt, die über eine Gleissperre gesichert ist, wo alle Ladegüter vertrieben oder verladen werden, die im Rittergut benötigt werden, beziehungsweise in den anliegenden Bauern, ländlichen, bäuerlichen Betrieben. Wir haben hier also gerade einen Kalkwagen als Zufuhr für Dünger und einen Düngerwagen als Zufuhr stehen. Es ist Vieh schon angekoppelt, was demnächst mit einem Viehwagen abtransportiert wird. Jetzt kommt hier gerade noch der Zug, macht die Bedienung für den Anschluss und dann lassen wir den mal durch und dann können wir weitermachen. Ihr bedient jetzt den Anschluss? Gut, wunderbar, dann macht das. Jetzt versuchen wir mal hier einen Mix zwischen An- und Off-Ton, ne? Also ich versuche mal hier noch ein bisschen nachzubesprechen. Wir haben jetzt hier einen Güterzug, der eingefahren ist. War übrigens nicht geplant, also mittendrin kam der Güterzug an, aber es ist ja, den können wir ja gleich mit einbauen. Ein sogenannter Nahgüterzug, der hier diese Betriebsstelle bedient. Wir haben jetzt hier zwei Wagen, einen offenen Viehwagen und diesen kleinen Kohlewagen hinten dran, die jetzt hier in die Betriebsstelle hineingeschoben werden. Nun ist jetzt, ich habe diesen Fahrplan nicht gefahren, ich war ja fast nur immer in Bossendorf unterwegs, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, was die Aufgabe war. Normalerweise ist es so, dass dann die Wagen, die schon drin stehen, ne, wenn sie denn schon entladen wurden, erstmal rausgezogen werden und man dann diese Wagen quasi reinstellt, ne? Also, ja, also man hätte zumindest die da vorstellen können, weil die ja wahrscheinlich dann als erstes wieder abgeholt werden. Na, also der nächste Nahgüterzug wird wahrscheinlich dann alle vier Wagen abholen, nehme ich mal an. Also den beladenen Viehwagen, die Kühe stehen da hinten schon in der Ecke und den dann leeren Kohlenwagen. Ja,
was ihr jetzt hier nicht seht, ist, dass im Hintergrund hier sich mit Zeichensprache verständigt wird, weil sie alle nicht in das Video reden wollen. So, nun spreche ich wieder aus dem Off. Also die ist ein bisschen schlecht, das Drehbuch aus war ja nicht geplant. Man hat natürlich jetzt nicht gesehen, also der ist ja auch noch eine Gleissperre, die wird dann geschlossen und ja, dann die Weiche gestellt. Ne? Also das ist normalerweise eben schlüsselabhängig voneinander, also im Vorbild. Sehr viel zu der Bedienung. Gibt es noch was zu ergänzen? Ja, kurz zum Bau. Also das ist nach Bremen-Norm gebaut. Wir haben auf dem Hauptgleis normales Tilliggleis verlegt. Die Weiche ist Hobby-Eck Schuhmacher genagelt worden. Das ist also schon eine etwas größere, vom Radius etwas größere Weiche. Und das eigentliche Ladegleis ist auch auf Holzschwellen genagelt worden. Wir haben natürlich hier die Gleissperre, ist klar, für einen Anschluss, der bedient wird. Wir haben keine Schlüsselabhängigkeit jetzt hier im Modul, das könnte man mal nachrüsten. Ist aber damals zum Bauzeitpunkt war das noch nicht relevant. So. Ja, das war's aus meiner Sicht. Dann bedanke ich mich für die Ausführung. Ja, und während hier wieder mal aus dem Tunnel ein Fahrzeug kommt, nämlich diesmal der Triebwagen, kommen wir zum Schluss dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf den nächsten Teil. Einen schönen Abend, macht was draus.